Ja, herzlich willkommen in einer neuen Aufnahme von Just Chaos. So, gerade hatte ich dich. Wir brauchen mehr. Ja, das habe ich. Komm zur Höhle, so schnell du kannst. Das habe ich noch nicht vergessen, Dima. Nee, aber gerade rechtzeitig zu einem Krieg reingekommen, der scheinbar vorbei ist. So, wir haben ja aufgehört, indem wir hier diesen ganzen Schwachsinn gemacht haben. In Anführungszeichen. Wieso ist das wieder hell? Ich weiß, dass wir das gemacht hatten. Also das war zumindest blau. Aber das lasse ich erst erstmal sein. So, das haben wir auch für dich gemacht. Dann haben wir hier noch einmal. Oder habe ich da eine. Habe ich den Sprung gemacht? Ich dachte, ich habe den hier gemacht. Ich weiß es gerade nicht mehr. Hier ist auch einer. Ich weiß aber gar nicht, was die bringen. Aber egal. So, wir machen mal eben... Haben wir das schon fertig? Nö. Nö. Dann machen wir da mal eben eine Schnellreise hin. Und machen das. Denn das ist dann... immer ganz gut. Tunneltour. Okay. Wingsuit Kurs. Tunneltour. Ach so, warte mal. Ach nee, das ist ich denke mal die ganze Zeit, dass hier ist die Vorschau von dem Parcours. Geh mit deinem Wingsuit Punkte zu sammeln. Wenn du durch rote Ringe hier bekommst du zusätzliche Punkte. Mhm. Okay. Wo haben wir eben aufgesprungen und abgehoben. Aber das ist was Ähnliches. Die haben auch schon wieder Alternativkurse. Aber ich glaube, ich nehme mal den tollen Weg. So zu Beginn. Hopp. Ganz knapp. Ein Hauch. Einen Hauch. Aber okay. Machen wir. Kein Problem. Ja, ja. Wiederholen. Denn mit dem Ergebnis bin ich einen Hauch nicht zufrieden. So, ich kann noch mal gerne hier in meiner Wiederholung gucken, wie das war. Bin ein bisschen zu... Okay. Ich bin einfach nur zu sehr rechts da an den Ring rangeflogen. Und bei dem Versuch, den noch zu kriegen... Wow! Bin ich dann auch... auf den Boden geklatscht. So, aber an sich... Ich habe am Anfang ein bisschen gefailt, aber... erstmal noch zum Gucken und kennenlernen. Vielleicht reicht das sogar aus. Perfekt. 5000. Wie viele Punkte brauchen wir überhaupt? Ich habe gar nicht geguckt. Oh, scheinbar haben wir es geschafft. Auch wenn wir am Anfang so krass gefailt haben. Nein. Ich will ja nie den Highscore haben. Ich will einfach nur die Ringe voll haben. Wenn wir hier mal gucken. Ja, 33.000 Punkte. Ich bin der schlechteste vom Highscore. Oh, aber okay. Damit haben wir das ja schon mal fertig gemacht. Dann hätte ich ganz gerne einmal gesagt, ich würde... dann halt so. Schnellreise. Denn die Fragezeichen, diese Sammelobjekte, die mache ich gleich mit. Das Schöne ist, dass die angezeigt werden. Ob man die nicht irgendwie suchen muss. Erinnert mich so ein bisschen an Far Cry 4, das System. Aber da musste man sich Karten kaufen. Wo diese dann angezeigt wurden. Ruhe in Frieden. Oh, das ist eine Garage. Kann ja mal gucken. Da hinten ist sie.
Ich hab nämlich. Ein paar von uns gehen später zum Angeln runter an den Strand. Kommst du mit dir? Ich überlege gerade. Na. Rico, sie haben uns beflügelt, unser Land zurückzuerobern. Ich überlege gerade, den Stecker dahin zu bringen. Und so einen Truck können wir ja gleich auch gebrauchen. Wollen wir bitte anhalten. Mal lösen. Gut, das war jetzt vielleicht ein bisschen dumm. Ich mach das nämlich mal so. Cool, ich habe doch 4 Haken. Das heißt, ich kann das richtig schön stabil gestalten. So, einmal anziehen. Und dann nehmen wir den mit. Oh. Nee, egal. Ist auch natürlich ganz toll, wenn meine eigenen Leute auf mich schießen. Aus dem Weg. So, dann fahren wir da mal hin. Aber das Abschleppen so funktioniert ganz gut. Auch wenn ich jetzt irgendwie total langsam bin. Das kann aber irgendwie... Liegt das an einem Trecker? Sich die Seile gelockert? Ja. Aber aufgrund dessen, dass wir jetzt 4 Seile benutzen können, auch bei den anderen Malen, als ich abgeschleppt habe, geht das Ganze natürlich ein bisschen schneller. So, ich denke mal, wir explodieren nicht, wenn wir hier runterfliegen. So, das ist nämlich ein... Weiß ich nicht. Ups. So, das ist nämlich ein... Qualitätsprodukt, was wir hier fahren. Das geht nicht so schnell kaputt. Ich hoffe nur, dass wir... Hallo, ich habe Vorfahrt. Na, eigentlich nicht, aber... Rico hat immer Vorfahrt. Wow. Das Navigations... System führt mich durch eine Einbahnstraße entgegengesetzt und hört dann einfach so mittendrin auf. Muss ich da hin? Ah, führt mich das denn hin? Ich will nach da unten. Toll. War ich halt hier lang. Mein Rennwagen interessiert mich nicht. So, ich fahre jetzt meinen eigenen Weg. Scheiß auf das Navigationssystem, das führt mich eh nur wieder da in die Sackgasse. Ich fahre jetzt so, wie ich denke, dass ich fahren muss. Boah, diese Kamera. So. War einfach mal hier runter. Zumindest schon mal mehr richtig aus als das andere. Aus dem Weg. So, da. Alter, Kamera. Unten muss ich scheinbar hin. Hoffentlich geht man nicht ins Wasser. Ich sehe nichts mehr. Okay, ich sehe nichts mehr. Ich sehe immer noch nichts. Was ist hier los? Hilfe. Nein, der Trecker.
Ich habe das doch alles nur wegen dem Trecker gemacht. Das ist nicht so schön. Trecker, kommst du wieder hoch? Moment mal. Ich muss nur dafür sorgen, dass der nicht runterfliegt. So. Ah, schau mal an. Verdammt. So. Nur mal eben provisorisch. Ich meine, da hinten ist das Ziel ja schon. Ach, die Garage ist aber an so einem doofen Ort, ey. So, und den Trecker nur nicht runterschmeißen. Das heißt, ich muss erstmal 10 Stunden stehen bleiben, damit die Lenkung reagiert. So. Aber wir haben es geschafft. Wird gescannt. Und wird ebenfalls gescannt. Fahrzeug geschlachtet. Mhm. Das ist echt ein stabiler. Okay. Truck. Wir liefern ihn dir überall hin, Rico. Du musst es uns nur sagen. Kein Benzin mehr. Das schreit doch nach einem Fall für Abschlepper, Rico. Warte mal. So, wir haben noch. Hey, was geht? Mir ist der Sprit ausgegangen. Sehen Sie mich nicht so an. Das passiert öfter, als Sie denken. Können Sie mir helfen? Hier muss doch irgendwo eine Tankstelle sein. Das passiert öfter als. Ja. Alles klar. Das sagt sehr viel über eine Person aus. Oh, oh. Ich hoffe, das macht keine Probleme, dass es am Reifen ist. Mann, wo muss ich denn hin? Da oben? Weißt du, die Sache ist, die... Ah, immer so in der Nähe von Tankstellen passiert das natürlich. Der bleibt da erstmal. Einfach stehen. Ich kann in einem Fahrzeug die Dingens gar nicht einziehen, aber das ist ja auch egal. Schaffst du das auch? So, fertig. Dann kann ich als nächstes das weitermachen, was ich ursprünglich vorhatte. Aus dem Weg. So. Na, komm schon. Das mit dem schneller Einziehen ist so mega cool. Ja, das ist extrem schnell. Jetzt brauche ich nur noch einen längeren Haken. Ist er schon. Nochmal ein. Ich sorge dafür, dass dein Tod nicht umsonst war. Nochmal eine Kerze anzünden. So, als nächstes. Als nächstes mache ich den hier. Also wieder ein Wingsuit-Kurs. Mal schauen, was uns diesmal erwartet. Wingsuit-Kurs.
Das ist immer dasselbe, 39.000 Punkte. Sollte machbar sein. Ich meine, bei dem anderen, da musste man ja fast immer perfekt haben, um das zu schaffen. Vorhin habe ich da mega gefailt und habe trotzdem noch volle Punktzahl bekommen. Kenne ich das nicht? Das kennen wir doch, oder nicht? Habe ich das nicht schon gemacht? Da die ganze Zeit mit der falschen Hitbox gleich in die Höhle rein und dann über dem Wasser. Das kenne ich schon. Hier jetzt runter. Die Sache ist, obwohl das waren 39.000, nicht 29.000. Oder 29.000? Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube 29.000. Ja, persönliche Bestleistung hat geschlagen. Oh, verdammt. Aber es fehlen uns ein paar hundert Punkte. Für alle. Zahnräder. 900, wow. Ja, weiter wiederholen. Okay. Ach, die Sache ist, ich brauche gar nicht alles perfekt haben, wenn ich noch bis ins Ziel gekommen wäre, hätten wir locker das geschafft. 5300 Punkte Smoke Weed Every Day. Ich wundere mich überhaupt nicht, wieso nur so wenig Punkte. Da muss man ja... Alter, wie grottig muss man denn da bitte sein? Ich möchte das nicht zwangsläufig wiederholen. So, ich hole nur mal einmal richtig Schwung noch. Und dass ich hier gerade so derbe schlecht spiele. Ich bin davon ausgegangen, verdammt, dass mir das reicht. Aber das reicht ja nicht mal ansatzweise. Okay. Wiederholen. Dann machen wir das jetzt nochmal richtig. Ich war wahrscheinlich von dem Weed geflasht. Nee. Nee, nee. Ich schäme mich zutiefst. So, jetzt mache ich das mal richtig hier. Alle perfekt. Plus den, Bonus von 5000 und dann machen wir das. Ich meine, oh, nicht das schon wieder. Ich hasse das. So, das Gute ist, hier kann man noch halbwegs gescheit. Oh, 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 ah, die. Nein, 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 nein. Ah, verdammt. Bin ich gegen den Felsen geflogen. Das Schöne ist, man kann da noch halbwegs gescheit den Schwung wiederholen. So, nur jetzt muss man vielleicht nicht zwangsläufig gegen den Felsen knallen. Na, lade. Titan, Grafikkarten, Symbol. So. Gleich muss ich aufpassen, nicht da wieder gegen knallen. Das macht nämlich wenig Spaß. So. Oh, oh, nein. Nein, 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 nein. Ach, verdammt. Da wollte ich Schwung holen. Und dann der Scheiß. Wiederholen, ja. Ah. Eigentlich wollte ich das schon beim zweiten Mal spätestens fertig haben. Das ärgert mich gerade so. So, wenn ich es jetzt nicht schaffe, dann gehe ich heute für eine Stunde in die Schäm-dich-Ecke. So, die
derbe gefällte Hitbox berechne ich gleich mit. Ah, verdammt. Nice. Wow, nice. Es war mir ja schon egal, dass ich den nicht kriege. Dann habe ich aber geklickt und nochmal geklickt. Und ich hätte fast ein drittes Mal geklickt und er hat den Haken erst dann ausgeworfen. Das ist einfach total behindert, sage ich mal. So, das war zum Glück noch perfekt. Ich hätte mir dafür schon kein Perfekt mehr gegeben. So, jetzt aber. Mir ist das schon gesagt, egal. Ich konzentriere mich nur darauf, hier nicht irgendwo gegen zu klatschen. So, hier kann ich ja mal Schwung holen. Großartig ist auch noch okay. Okay, jetzt sollte ich vielleicht mal... Schaffe ich nicht. Okay. Das sind 36... Ach doch. Ah, toll. Wieder. Wow. Wieder 900 Punkte gefehlt. Ja, aber wofür... Ich hätte gerade gucken müssen. Warte mal, das kann ich ja gleich noch gucken. Alles easy. Ich kann auch gleich gucken. Ich habe mich gerade einfach nur gewundert, wieso habe ich noch zusätzliche Punkte bekommen. Ich habe 5000 zum Abschluss bekommen. Ach, ein Tiefflugbonus. Ach so, nice. Okay. Das erklärt einiges. Ein Tiefflugbonus. Alles klar. Die Frage ist natürlich nur, wie tief man für den Bonus fliegen muss. Denn ich habe jetzt nicht unbedingt zwangshaft Lust, den Boden zu rammen durch die gefailte Hitbox. Okay, jetzt habe ich den nicht gepackt, jetzt muss ich hier dafür umso mehr schauen, dass ich alle bekomme. 29.000, der war gefailt, jetzt muss ich den kriegen. Oh, 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 du schaffst das noch. Ja. Der war zwar nicht perfekt, aber ich hoffe, das reicht. Das müsste reichen. Jawohl. Alle 5 Zahnräder, perfekt. Oh, auf noch mehr hätte ich auch keine Lust. Nächste Fleisch, ein weiteres Zahnrädchen. Oh, verdammt. Das heißt, wir müssen jetzt schnell die nächste holen. Was haben wir hier? Oh, nö. Oh, nö. Na, ja, ich hoffe das Beste. Landrennen. Warte mal. Erstmal konzentrieren. Ich kann das nicht aussprechen. Saldosa Sprint. Fahr durch Kontrollpunkte und das noch so schnell wie möglich. Aber das kenne ich doch auch schon. Die Zeit beginnt nämlich. Okay. Oh, schau mal. Letztes Mal, glaube ich, war es weiß und orange. Diesmal, ja. So. Sprinten haben wir nicht, aber Shift ist... Drift. Okay, hier muss ich gleich... an mich selber machen, dass ich glaube ich gerade aus muss. Da wo wir letztes Mal in den Nähe reingeflogen sind, also hier muss ich jetzt gerade aus. Hier fahre ich mal ein bisschen langsamer, damit ich nicht unkontrolliert rumfliege. Ah ja, jetzt, ich weiß auch wieder, was die anderen Male passiert ist. Gut, dann starten wir das neu. Dann wissen wir Bescheid. So. Nicht unbedingt über die Steine fahren, die sind ein bisschen störend.
Oh. Entschuldigung. Beziehungsweise, hey du Arsch, du hast mich voll abgebremst. Ich fahre mal trotzdem weiter, weil ich den Rest der Strecke auch noch gerne kennenlernen möchte. So, ich brauche ja gar nicht so schnell zu fahren. Das war sogar fast noch zu schnell. Okay, das heißt langsam fahren an dem Sprung. Hier kann man aber wieder Gas geben. Oh Gott. So, das Auto sieht noch aus wie neu. Passiert gar nichts dran. Ich habe auf die Zeit gar nicht geachtet, wie viel ich für 5 Zahnräder brauche. Ich bin mittlerweile bei 1 Minute 15. Ja, komm schon. Verdammt. Wenn man fliegt und danach im Anschluss direkt driftet, ist ein bisschen kritisch. So, wir haben jetzt noch oben. Das ist jetzt der 6. aus dem Krieg. Jo, ist klar. Natürlich. Alles klar, alter Mann. Alles klar, alter Mann. Das ist die alte Manpower. Der kann nämlich einen Sportwagen mit Geschwindigkeit 100 aufhalten. Das ist Super Old Man. Wow. Und ich schätze mal, 2 Minuten 10 müssten wir haben. Okay, wenn man das jetzt nochmal gescheit fahren würde. Nee, warte mal, was? 2 Minuten. Ach so, 2 Minuten. Ach ja, das zählt ja hoch. Wow, wegen dem alten Mann haben wir jetzt verloren. Wie traurig. Das ist einfach nur traurig. So, aber wenn das so knapp ist, dann lohnt es sich vielleicht doch hier den Hügel rückwärts hochzufahren. Ne, dann lohnt es sich vielleicht auch ein bisschen mehr Schwung zu nehmen. So, und vielleicht nicht zwangsläufig gegen irgendwelche Autos im Tunnel fahren. Oder gegen Wände. Von Tunnel. Raus durch, nicht abbiegen, nicht in den Meer. Und jetzt ein bisschen langsam machen. Einfach langsam. So, ich fahre mal 130. Ja, 130 ist sehr angenehm. Wenn der sofort danach im Anschluss lenken würde, würde das wohl perfekt sein. Langsam als 130 sollte man nicht fahren. Schneller als 140 schätze ich mal aber auch nicht. Das ist angenehm. Aber ich hoffe, diese Information wird für mich nutzlos sein, weil ich keine Lust habe, das nochmal zu fahren. Und nochmal, nochmal, nochmal. Und immer so weiter. Ah, komm schon, komm schon, komm schon. Oh, Auto. Immerhin nett, dass sie anhalten. Halbe Minute habe ich noch. Könnte knapp werden, aber mal schauen. So, hier auf den alten Mann achten. Ist der alte Mann hier? Nee, der alte Mann ist wohl zum Arzt gegangen, weil er ganz dezente Rückenschmerzen hatte. Ey, Motorrad aus dem Weg. 10 Sekunden habe ich noch. Oh, ich glaube, ich schaffe es nicht. Das ist ultra knapp. Ich hatte noch 2 Sekunden. 2 Sekunden und 19 Millisekunden. Das waren die 3 Sekunden vom alten Mann. So, nein, ich will es nicht wiederholen. Ah, beenden. So, ja. Yeah.
Wir haben neue Modifikationen. Selektives Glas. Warte mal, hatte ich das nicht vorher schon? Granaten explodieren, sobald eine Person oder ein Fahrzeug treffen. Das kenne ich doch schon. Nitro-Schub. Na toll, jetzt hätten wir das auch ganz nett gebrauchen können. Durch Rebellenabwurf erhalten Landfahrzeuge. Warte mal, was? Durch Rebellenabwurf erhaltene Luft Landfahrzeuge erhalten durch Erhalten von Maus 3 einen vorübergehenden Geschwindigkeitsschub. Sinngemäß lesen, auch ganz gefährliche Sache. Achso, das ist ja wieder so ein. Gut. Noch ein Landrennen im Anschluss? Ich weiß nicht. Oder zuerst ein Wingsuit. Nee, ich glaube, Landrennen ist etwas angenehmer als Wingsuit. Hügelsprint. Landrennen. Weiter. Ey, ich habe schon wieder auf die Uhrzeit nicht geguckt. Muss ich das echt mit dem Fahrzeug machen? So, aber hier kann ich auf jeden Fall gut Anschwung nehmen. Ah. Ups. Ja, ich gehe ja zurück. Ich war doch schon wieder in der Nähe. Oh. Eine Minute 10, okay. Weiß ich Bescheid. Und vielleicht nicht zwangsläufig Leertaste drücken. Warte mal, ich kann doch. Ja. So, mit 100 km/h direkt starten ist sehr viel sinnvoller als erst auf 100 km/h zu beschleunigen. Spart man sich schon 2 Sekunden. Boah. Diese Steuerung. Aber das sehe ich als Herausforderung und keine Schwierigkeit. Haha. Naja, die Beschleunigung von dem Fahrzeug dürfte aber ruhig ein bisschen angenehmer sein. Und 30 Sekunden haben wir noch für. Checkt, jetzt macht man das Ding in den Griff. Das bremst die Karte nämlich ordentlich ab. Ja, 10. 2 Sekunden pro Tor. Und das über Land. Oh, ich glaube, wir schaffen das nicht. 3 Sekunden, 2 Sekunden, 1 Sekunde, eine halbe Sekunde, das war's. 1 Sekunde 45 haben nicht gereicht. Okay. Weiter. Obwohl, warte mal, dich. Ach, das zählt ja eh nur für die Abgeworfenen. Ah, ich habe gedacht, nämlich an den Turbo denken müssen. Gut. Das heißt, ich nehme noch ein ganz dezentes bisschen mehr Schwung. Jungs, warte ich. 2 Autolängen mehr Schwung. Das entspricht ungefähr einer Millisekunde. Nee, keine Ahnung. Ich hoffe, das ist ein bisschen was bringt. Meiste Zeit kann ich wahrscheinlich eh. Wow. Wow. Alpha-Wand. Was habe ich hier denn? Einfach mal aktivieren. Neustart. Wiederholen. So. Diesmal nicht gegen irgendwelche Alpha-Wände fahren. Aber schau mal, ich habe den. Der mir fast nichts bedingt. Mir die Beschleunigung sogar noch ein bisschen runterzieht. So, diesmal bin ich nicht ganz so in Schleudern gekommen. Zwar immer noch ein bisschen, aber es hält sich in Grenzen. So, was immer ist das mit dieser? Keine Ahnung. Aber auch das ganze Zeit keine Zeit zu gucken. Ich kann auch natürlich
statt da lang zu fahren, hier lang fahren. Also sparen wir nochmal so eine Sekunde. Könnte eng werden, aber ich glaube, ich habe ein bisschen mehr Zeit. Oh, das war schlecht. Das war richtig schlecht, aber ich habe noch genug Zeit. Ah, wer sagt's denn? Ich hätte doch noch genug Zeit. Ich hatte noch eine ganze Millisekunde Zeit. Das reicht ja, kann ich ja noch einmal quer um Welt fahren. Ne, 1:10. Fast. 2 weitere Zahnräder. Zum Freischalten dieser. Weiter. So. Rebellenabwurf. Was haben wir hier? Fahrzeuge, Nutzfahrzeuge. Achso, wir haben ja hier 2 super Fahrzeuge gebracht. Das sind Signalfackeln, das weiß ich noch. So, hier jetzt. Ne, ich will keinen Wegpunkt. Wegpunkt löschen. Ich möchte eine Schnellreise. So, das ist ja das, was wir ganz am Anfang gemacht haben. Wingsuit-Kurs. Und ich glaube, war das hier? Ich glaube schon. Es gibt ja auch immer diese alternativen Wege. Hier geht er halt drumherum. Anstatt da durch. Aber hey, das drumherum ist doch viel zu schwierig. Ich fliege lieber gegen eine Wand. Ziemlich, das machen nur die coolen Kids. Ja, ja, komm, weiter, weiter, weiter. So, hier habe ich 26.000, ich glaube, ich weiß gar nicht, 28, 27 braucht man. Ich hab nicht drauf geachtet. Springen. Perfekt. Der war natürlich nur großartig. Ach komm. Wir waren doch alle perfekt. Und gleich nochmal. Ja. Ich frag mich gerade, ob es solche Missionen auch mit Jets gibt. Müsste es ja theoretisch. Es gibt ja diese Flugzeugmissionen. Das mit dem Heli haben wir ja schon gemacht. Das ist eine ganz gute Frage. Ja. Hoch und jetzt runter. Aber nicht zu weit nach unten. So ist angenehm. Hoch, 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 hoch. Ich glaube, ich bin 1000 über meinen alten Score. Es reicht nicht. Wahrscheinlich reicht es jetzt um genau 4 nicht, wenn ich gucke. 26, nee, 27, immerhin. Weil wäre hier jetzt 26 am Stehen und ich habe nur 4 Punkte weniger, dann wäre ich jetzt deprimiert. Und hätte wahrscheinlich erstmal ausgemacht. Aber wenn es 1004 sind, ist ja nochmal was anderes. Das heißt, ich müsste einmal mehr durch den Boden fliegen. Hier. Gut, dann mache ich das einfach mal. Soll ja jetzt nicht das Problem sein. Kriegen wir locker easy hin. Wow. Wow. Also geschafft haben wir es natürlich. Nur war dann die Laterne im Weg. Wiederholen wir einfach mal. Und diesmal weiß ich ja, dass da eine Laterne steht. Ich meine, kann ja nicht jeder wissen, dass da am Straßenrand Laternen stehen. Ja, ich hier in meiner Höhle. Ich kenne das gar nicht. Also einmal ist egal, ich muss dafür nur innen drin alle nehmen. Oh oh.
Schon wieder, er hat einfach diesen Haken nicht benutzt. Ey, ich bin noch weiter geflogen. Also, ich weiß nicht, ob das jetzt nur an dem Dingens hier liegt oder an sonst was. Aber den Haken schmeißt er hier nicht ganz so regelmäßig raus wie sonst. Oder aber es liegt daran, dass er einfach zu nah am Boden ist. Das kann natürlich auch sein. Ich frage mich, ob es genauso viele Punkte gibt, wenn man an dem Berg, also da drum herum fliegt. So, bisher habe ich, glaube ich, Fullscore, ne? Das Einzige, was ich nicht maximal, vielleicht nicht maximal habe, ist am Boden langschleifen. Das ging hier vielleicht noch ein bisschen mehr. Aber ansonsten 29.709 ist doch okay. Wenn ich mir jetzt zum Beispiel mal so im Vergleich, ja, okay. Institute. Ja, 60 Punkte Unterschied, das ist okay. So, Modifikationen. Was haben wir hier? Wenn du dich an Gegner heranziehst, werden sie ein wenig weiter weggeschleudert. Das sieht schon ein bisschen heftiger aus als ohne. So, das haben wir auch fertig. Dann geht es als nächstes dahin. Und da ist natürlich gerade nichts in der Nähe zum Hinziehen. So, genug Krokodil gespielt. Ja. Wow. Also irgendwie, manchmal zieht er sich schnell und manchmal langsam hoch. Das, daran muss man sich etwas gewöhnen. So, hier kann man aber den benutzen. Schon so ein Pappmaul. Dabei laber ich gerade seit 40 Minuten. Ein bisschen mehr. So, ist das hinter dem Berg oder ist, ich glaube, das ist noch vor dem Berg. So, nicht da irgendwo gegenklatschen, das ist nicht so lecker. Wo ist denn das hier? Da. Hallo. Eriji dankt dir für dein Opfer. Die Sache, das sind eigentlich voll wenig Kerzen. Alleine, wo wir gekämpft haben, wie viele von den Rebellen gestorben sind, ist schon... fehlen schon so ein paar Kerzen. Es sei denn, es ist pauschal gesagt, jede Kerze steht für 20.000. Keine Ahnung. So, hier ist das nächste. Tankstelle. Die nehme ich gleich mit. Das Ravioli-Band nehme ich gleich mal mit. Tag 1317. Ich habe in den Akten meines Vorgängers eine Verbindung zu einer zwielichtigen amerikanischen Organisation entdeckt, die überall ihre gierigen Finger im Spiel zu haben scheint. Als ich auf den geheimnisvollen Kontaktmann dieser Agency wartete, fiel mein Blick auf ein perfektes Stück Land für einen Luftwaffenstützpunkt. Meine Suche nach einem Feind war wohl ein Wink des Himmels. Okay, das heißt, der hat hier den, was ist hier los? Das heißt, er hat den Stützpunkt hier bauen lassen, weil er sich schon auf den großen Krieg vorbereitet hat und wusste, dass er auf jeden Fall kommt. Hallo, wollt ihr das nicht mal aufräumen? Ist hier überhaupt irgendwer?
Meine Fahrzeuge stehen da zwar rum, aber... Ach doch, da hinten sind noch humane Lebensformen. Enterhaken-Wahnsinn. Zerstörungswut. Keine Fahrzeuge, keine Waffen, nur du und deinen Enterhaken und deine Granaten. Naja, okay, wenn ich Granaten habe, ist das schon easy. Kima Leon wird nie erfahren, was passiert ist. Ich hoffe es auch. Aber mal schauen. Countdown startet bei der ersten Zerstörung. Ich habe meine Granaten, wenn ich das richtig habe. Habe ich auch die Granaten? Nein, meine Haftminen habe ich nicht. Ich würde mal schätzen, dass ich zuerst am besten hochgehe. Dann erspare ich mir zumindest den Weg. Enterhaken, Enterhaken. Ja, doch, okay. Das lässt sich machen. Wow. Einmal. Den. Einmal. Für den. Einmal für den. Das sind drei. Vier. Und Granaten werfe ich ja mit F. So, damit sollten wir da oben fertig sein. Aber ich hab... Oh, ich hab nur eine begrenzte Anzahl an Granaten. Oh, oh. Okay, also, ich sehe es ein. 17.500, ich habe nur 4 Granaten zur Verfügung. Ich dachte, ich habe unendlich Granaten. Deshalb habe ich ja gedacht, das wäre einfach. Okay, mit der Information kann ich was anfangen. Das heißt, wir machen ein bisschen mehr hiermit. Meine... Teile stehen hier wieder passend drum. Okay, bei dem muss ich dann das halt so machen. Das sind hier mit dem hier. So. Ah, guck mal an, da ist ja noch einer. In dem Sinne mache ich das. So. Ich habe nicht einmal eine Granate verbraucht. Och, komm schon, du Kackhaken, ey. Oh, ey, das ist doch lächerlich. Oh. Hätte ins Auge gehen können. Ja. Ein bisschen behindert ist das schon, ne? Was ich dann getan habe. Na, was? Das reicht noch nicht aus. Also. Wow. Bitte was? Ich habe nur noch... Okay. Da... die Zeit ein bisschen schnell abgelaufen, sage ich mal. Alter, wie... Das ist... anspruchsvoll. Aber ich finde, immer noch oben anzufangen macht den meisten Sinn. Dann spare ich mir nämlich den Weg nach oben.
Und zwar wäre das am sinnvollsten, erst mit dem und dem da anzufangen. Dann zum Kontrollzwecke der, der, das sind drei, der und der. Dann kann ich nämlich hier so, ich sollte alles kaputt sein, ja. Kann ich direkt nach unten. Guck mal, der ist immer noch nicht kaputt. Was? Was? Überraschung! Wow. Also diese... Deshalb ging es aber auch nicht ganz so. Wow. Was? Ich habe erst 3700. Wieso habe ich erst 3700? Ich glaube, der meiste Damage gibt echt da. Ich habe keine Granaten mehr. Den Highscore habe ich ja schon mal geknackt, aber... Nee. Also diese Mission ist irgendwie kacke. Wie soll ich da denn bitte 17.500 schaffen? Hä? Ja, wenn ich wenigstens mehr Granaten hätte. Warte mal, kann ich denn hier überhaupt Granaten sammeln? Ich guck mal eben, habe ich hier den Waffenschrank noch zur Verfügung oder nicht? Ich glaube nämlich nicht. Ich glaube, der war da hinten. Bin ich denn nicht gerade schon lang? Nö. Aber ich habe hier keinerlei Waffen zur Verfügung. Wow. Das heißt, ich muss wirklich mit den 4 Granaten auskommen. Oder aber... Es gibt ja auch Modifikationen. Da kriege ich mehr Granaten. Maximale Sprengsätze. Die Raketenwerfer. Deponierte Sprengsätze explodieren nicht. Kapazität, genau. Erhöht die Anzahl auf 5. Erhöht die Anzahl auf 6. Ich glaube, dass wir, ja, das wäre ganz detailliert. Ich meine, 1,5 Minuten, hallo. Okay, das mache ich dann irgendwann später, wenn ich die Kapazität erhöht habe. Karte, das mache ich dann irgendwann, ja. Ganz dezent, irgendwann mal. So, 400 Meter. Da brauche ich nicht zwangsläufig eine Schnellreise hin. So. Hallo. Landrennen. Glaube ich, hier brauche ich jetzt nicht zwangsläufig. Gut, 13 Tore nur. Das ist so ein halt bis Minuten-Ding oder was? Das Teil bringe ich gleich mal in der Garage. Alter, ich glaube, das ist ja wirklich so eine halbe Minute oder was.
Ich achte da irgendwie drauf. Aber eine halbe Minute und ich habe immer noch mein Zahnrad. 35 Sekunden vielleicht. Also 35 Sekunden könnte ich mir vor. Ich habe ja jetzt echt nicht drauf geachtet. Aber wenn das über 35 Sekunden ist, dann war das viel zu einfach. Ja, 35 Sekunden. Das heißt, ich habe das zwar ganz knapp nur geschafft, aber viel mehr für 5 Zahnräder wäre auch unlogisch. So, das Teil wollte ich gleich mal zu einer Modifikationen. Jetzt habe ich neu, Lenker. Außer dem üblichen Sammelobjekten entdeckte der Detektor sämtliche Fahrzeuge, die du noch nicht in deiner Garage hast. Oh, warte mal, es ist eigentlich ganz angenehm, dass ich gerade hier bin. Gibt es hier einen Helikopter? Oder nur Flugzeuge? Ah, okay, das ist nicht so schön. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob ich das schaffe, was ich eigentlich hier vorhabe. Wo ist denn die nächste Garage? Die nächste Garage. Ist das hier eine Garage? Nein, das ist das Symbol für Garagen. Das wären 500 Meter und es geht nach. Wollen wir hoffen, dass es einfach ist. Ah doch, das war einfach. Ach, ich bin auch bekloppt, ey. Das Ding gehört ja schon denen. Warte mal, was haben wir hier für ein Sammelobjekt? Steht das hier nicht? Bitte was? Hä? Ach so. Wow. Okay, das könnte ein bisschen nervig werden. Passen Sie auf beim Schalten, der zweite Gang klemmt. Danke. Okay, ich habe nämlich gedacht, was ist denn hier jetzt bitte am Piepen? Das ist ein bisschen scheiße, dass er am Piepen ist. Für die Fahrzeuge. Denn wenn wir ein Fahrzeug nicht haben... Wow. Ich liebe sie, Rico. Ja, dann verstehst du das ja auch. So. Dann bringen wir den nochmal weg. Also das Kennen ist echt unnötig. Ein Wagen für die Revolution. Der ist wie für dich gemacht, Rico. Dankeschön für das Auto. Also, ich kann den Scanner natürlich auch ausschalten, aber... keine Ahnung. Okay, wir können diesen Wagen ab jetzt überall hinliefern. Ich mach mal das eine Weile. Oh, diese Lenkung. Das Fahrzeug werde ich definitiv nicht benötigen. Denn ich möchte das Spiel eigentlich schon 100% durchhaben. Und da zählt auch sowas für. Ab jetzt können wir es dir liefern. Alter, die könnten auch gleich eigentlich da alle hinfahren. Ja, wenn ich dein Held bin, dann geh mir bitte aus dem Weg. So, abgescannt. Dann mache ich...
Der ist wie für dich gemacht, Rico. Viel Spaß damit, Rico. Dankeschön. Dann mache ich das jetzt einfach mal eben. So viele Fahrzeuge, wie es hier geht. Kann ich auch aussteigen und das scannt? Ja. Noch ein Truck für die Sache. Viva la Revolution. Aua. Boah, ey, das Auto klauen, dann erstmal die Quest voll reinfahren. Richtig fies. Aber für die Revolution. Okay, wir können diesen Wagen ab jetzt überall hinliefern. Dankeschön. Kann man ja mal diese ganzen Fahrzeuge hier wegmachen? So. Autsch. Ist das ein Pizza-Fahrzeug? Nö, das ist einfach nur so ein Mofa. Warte mal. Ich glaube. Autsch. Ich glaube, ich war ja vorhin noch dabei zu erzählen. Dass für so ein 100%-Run auch sowas eigentlich dazugehört. Oh. Das sind Fahrzeuge, die werde ich ganz sicher nicht benötigen. Dann baut den mal auseinander. Okay, Rico, wir haben dein Roller. Okay, hier haben wir scheinbar ganz viele Fahrzeuge schon. Yeah, stylisch. Hey, der hat eine ziemlich gute Lenkung. Nice. Gefällt mir. Bumm. Hey, das Fahrzeug gefällt mir. Nice. Hätte ich jetzt so nicht gedacht. Na, da lasse ich eine angenehme Lenkung, das Auto. Aber eben halt nur relativ. In der Stadt. Aus meinem neuen Auto. Das Auto ist... Hey, das gefällt mir. Es ist schnell und es hat eine gute Lenkung. Schönes Auto. Ein Wagen für die Revolution. Der ist wie für dich gemacht, Rico. Wo ist das Auto, das ich noch nicht habe? Bist du das Auto, das ich noch nicht habe? Halt! Meine Handtasche! Nein, das ist nicht das Auto, das ich noch nicht habe. Ich glaube, das verpisst sich da gerade. Ist das ein Bike? Yep. Ein Sportmotorrad. Nice. Mit der grottigsten Lenkung, die ich jemals gesehen habe. Okay, ich denke mal, das reicht erstmal. Schon wieder welche Autos, die ich noch nicht habe, oder was? Oder warte. Das Bike sieht gut aus. Sag uns wohin und wir liefern es dir, wann immer du es brauchst, Rico. Hallo. Rico, nur eine Minute, bitte. Ich brauche Ihre Hilfe.
Mein Cousin bat mich, das Ding hier zu seinem neuen Besitzer zu fahren, aber ich weiß nicht wie. Könnten Sie das für mich übernehmen, Rico? Ah. Oh ja. Muss ich da oben hin? Das ist der beste Weg dahin. Wo ist denn das überhaupt? Ach da, Übergabepunkt. Habe ich den Roller noch? Ich weiß es nicht. Nö. Ah, egal. Also mal, habe ich hier überhaupt irgendwas? Ja, Bike. Mache ich mal einen Sturzflug? Ah, so ein Scheiß. Nee, dann mache ich doch keinen Sturzflug. Da habe ich noch irgendwas mit Booten. Boot drin oder sowas. Das können wir machen. Aua. Rico, ich weiß, dass du Rennen gefahren bist, aber was ist mit Booten? Mario sagt, du wärst gut. Probier's mal und zeig Medici, was du drauf hast. Ich dachte, Mario kann nur mit Schmerzen überleben und er braucht dringend Medikamente, die ich irgendwie ihm niemals holen werde. Bootsrennen. Petra Regatta oder Ragada. Regada. Bootsrennen. Fahre durch alle Kontrollpunkte und erreiche das Ziel so schnell du kannst. 1 Minute 25 schaffen wir. Wenn ich ein Boot habe. Schleich dahin. Aber auch hier mit ein bisschen Anschwung. Denn ohne ist doch dämlich. Ich habe keinen Jump oder sowas Boost. Aha, guck mal an. Ich glaube, da kann man ordentlich Zeit mit verlieren. Wenn man Pech hat. Oh. Wow. Das ist ein Bootsrennen und kein U-Bootsrennen. Rico, was machst du? Also okay, mit sowas meine ich zum Beispiel, kann man ordentlich Zeit verlieren. Was habe ich vorhin gesagt? 1 Minute 20, 25? Ich weiß es nicht mehr. Kurzzeitgedächtnis lässt mich nie im Stich. Vielleicht. Ganz knapp. Vielleicht. Mal schauen. Alter, wie weit der Weg hier ist. Ah, nee, wenn es 25 war, dann schaffen wir das. Nee, wir haben 25. Das heißt 4 Sterne und das Zahnräder. Errungenschaft freigeschaltet. Objekte der Begierde. Aha. Wiederholen. Ja. Wenn wir jetzt das noch so hinkriegen, dass es nicht unbedingt ein Tauchboot wird. Wow. Dann könnte ich das auch schaffen. Ich mache mal ein bisschen mehr Anschwung. Ich hasse ja gute, liebe Warnung. Interessiert niemanden. Und so weit wie möglich schneiden. Da kann ich bestimmt eine gute Sekunde noch mit rausholen. Aber auch bestimmt gute 20 Sekunden verlieren. Wenn man dran vorbeifliegt. So und... Diesmal haben wir kein Tauchboot. Denn das ist wie beim Fahrzeug. Ich hier halt
W drücke, also Gas gebe, geht er nach unten. Wenn ich S drücke, wird er zwar langsamer, aber er geht dafür mit der Nase nach oben. So, demnach sollte das aber auch kein Problem sein, das jetzt zu packen. Oh, wie cool das Nachtleben. Also grafisch ist das Spiel im Bereich Licht schon ziemlich geil. Mit Detailreichtum, Matsche. Da gibt es bessere Spiele, die auch schon durchaus älter sind. Wow. 3 Millisekunden waren, glaube ich, noch Zeit, ja. Okay, so viel Zeit hatte ich dann doch nicht. Gut, dass ich geschnitten habe. Aber okay, wir haben es geschafft. Finde ich auch ganz gut. Ah, jetzt haben wir den auch freigeschaltet. Warte mal, nee. Was war das nochmal für ein Symbol? Ich hab vergessen, was das für ein Symbol war. Ich glaub. Ich hab keine Ahnung. So, ich mach mal kurz eine Schnellreise hier hin. Das haben wir zwar schon fertig gemacht. Aber. Da haben wir noch. Da haben wir noch ein Ravioli-Band. Tag 1341. Ich habe den in Ungnade gefallenen De Luca am Pier beim Angeln gesehen. Ein trauriger Anblick. Der Mann vergeudet wertvollen Sauerstoff. Ich bin es ihm schuldig, ihm eine neue Aufgabe zu geben. Der Kontaktmann dieser Agency könnte der Schlüssel sein. Ich muss das Räderwerk nur in Gang setzen. Was haben wir denn da? Verbrauchtes Sauerstoff einzubinden, das ist doch voll gemein. So, ich habe vorhin das eine Teil damit deaktiviert. Damit ich nicht die ganze Zeit hier irgendwelche Meldungen bekomme, das ist nämlich mega nervig. Oh, wie angenehm. Das darf ruhig häufiger passieren. Ja, ich hab noch für ein Ich hab noch den Fallschirm da geöffnet, aber leider war schon zu spät. So, hier haben wir noch einen Teil. Es gibt noch 3. Ich frage mich, ob man dann irgendwelche mega krassen Sachen bekommt. Fände ich ja eigentlich schon ziemlich nice. Überlegt, ob ich hier schon mal war. Aber offensichtlich nicht. Da haben wir noch eine Ravioli-Dose. Tag 1349. Mit einer Prise Humor kann man jeden Menschen in den Wahnsinn treiben. Mein Agenturkontakt hat De Luca nur einige Streiche gespielt. Er hat in seiner Abwesenheit Brot getoastet, seinen Angelsteg ein paar Meter versetzt, dazu noch ein bisschen Telefonterror. Und schon hat der gute General angefangen, an seinem Verstand zu zweifeln.
Okay, das ist jetzt noch. Schrein für eines von Diravellos Opfern. Ruhe in Frieden. Wenn man halt so schnell verdückt wird. Wow. Ich bin davon schon sehr viel früher ausgegangen. Aber okay, er hat zwar den Verstand verloren, beziehungsweise hat halt angefangen. Die Frage ist natürlich nur, wie das die Ravioli-Fabrik ihn beeinflusst hat. Denn bei ihm wissen wir ja, dass es ein bisschen anders ist. Sein Humor. Aus dem Runde. Ah. Könnte. Ich glaube, ich habe gerade einen Baum kaputt gemacht. Ne, aus dem Grund, ach, kein Bock zurückzufliegen, ey. Findet schon jemanden, der sie abschleppt. Oder vielleicht so ein alter Mann wieder. So, dann zünden wir hier nochmal die Kerzen an. Okay. Autsch. Also, ich mache erstmal so ein bisschen Telefonterror. Nee, ich mache zuerst mal so ein bisschen von diesen Sammelobjekten, weil die gerade ein bisschen einfacher sind und schneller, als die ganze Zeit immer und immer wieder so einen Kack da zu versuchen. So, hier noch eine Schippe. 8, 12 und 18, ich habe das gerade nicht richtig gesehen. Ich hoffe, dass ich alle finde. Denn mich würde wirklich interessieren, ob man dann irgendwelche mega krassen Sachen bekommt. Ob die mal dann da irgendwas mega geiles mit zusammenbauen kann. Ist das hier unten? Vielleicht in einem Loch? Was? Oder muss ich da von der anderen Seite rein? Ich hörte es. Oh. Oder so. Aber ich habe es ja nicht gesehen. Wow. Ich bin gerade am Überlegen, wie viel länger würde man brauchen, wenn man mit dem Auto fahren würde. Ich meine, bei der Steuerung, dem Verkehr und dem Umweg, den man nehmen würde, wäre man ja schon einige Minuten unterwegs. Ich sorge dafür, dass dein Tod nicht umsonst war. Ich meine, alternativ halt hier mit dem Wingsuit und so. Wenn man nicht gerade gegen irgendwelche Sachen fliegt. Dann
geht das ja schon ordentlich schnell. Vor allem hat man halt auch die Luftlinie. Man könnte natürlich auch einen Helikopter nehmen. Allerdings müsste man da bedenken, dass man auch immer wieder landen muss. Ah, verdammt, ich drücke immer die falsche Taste. Was ist das? Ein Seil? Wow! Mein Darm. So, was haben wir als nächstes? Hier haben wir noch was. 15 von 18 Schreinen. Ja. Auch da frage ich mich, wenn ich alle Schreine habe, bekomme ich dann irgendwie eine besondere Fähigkeit, irgendwie stärker oder sowas? Beschützen mich die Geister? Das sind Fragen, die ich gerne beantwortet haben wollen würde. Entführ das Auto. Da sitzt ein Rebell drin. Bring ihn in Sicherheit. Ach nö. Er kann sich doch selber in Sicherheit bringen, oder nicht? Ah, sieht irgendwie wertvoll aus. Wunderbar. Verdammt. Aber jetzt. Hallo. Und los geht's. Danke. Tschüss. Häng diese Clowns ab. Okay, ich wusste nicht, ob hier Wasser ist. Oh, schon neutral. Was ist da draußen los? Bitte komm. Danke, Rico. Falls. Ach ja, was auch immer. Mal das Braus, komm zu mir. Du bist gut, aber ich war besser. Der wird uns sicherlich nicht helfen können. Höchstens, dass er uns mal irgendwie Munition bringt oder sowas. So ein Kaffeebringer, so ein Praktikant. So, nochmal ein paar Kerzen entzünden. Da ist bestimmt noch ein Sammelobjekt in Form von so einem Artefakt. Das ist wirklich sau angenehm, dass er das anzeigt. Okay. Oh, das nächste. Ja, in der Nähe von dort. Da mache ich dann mal eine Schnellreise. Ist das nicht die Stadt mit dem verbackten... Mit dem verbackten... Hier, wie heißt der Typ? Ich weiß es nicht. Propagandafahrzeug. Jetzt habe ich das. Aber ich glaube, das war eine andere Stadt. So. Da ist noch einer. So, einmal hingeflogen. Oh, wir sind schon da. Mein Darm, wie oft denn noch? Ah, nochmal ein Violiband. Tag 1377. Nachdem wir den Luca einige Wochen bearbeitet haben,
vermehren sich seine Ausfallerscheinungen. Heute kam es zu einem Disput mit einem Polizisten, der DeLucas Angelschein überprüfen wollte. Als DeLuca erkannte, dass wir seine Lizenz durch eine Kinderzeichnung ersetzt hatten, wurde er wütend und brüllte, er wäre das Opfer einer Verschwörung. Okay, aber Verzeihung, da muss man doch echt schon selber saudämlich sein. Wenn die Angellizenz durch eine Kinderzeichnung ersetzt wird. Aber wo ist das denn jetzt hier, das Sammelding? Da nicht, da unten vielleicht. Ja. So, was ist das, das letzte? Nein, zwei Stück haben wir noch. Okay, die sammle ich auf jeden Fall noch, aber ich weiß nicht wo. Da ist noch einer. Habe ich echt so viele übersehen? Oder sind hier auf den kleinen Inseln noch welche? Okay, ich such mal gleich. Ich habe ja erstmal einen gefunden. Warte mal. Bin ich eigentlich behindert? Guck mal noch. Einfach hingleiten. Dieses. Ich will mir das abgewöhnen. Das ist so. Ich weiß nicht, das ist so. Ah, gefällt mir einfach nicht. Aber irgendwie. Bei Just Cause sage ich das irgendwie. Ich weiß auch nicht. Es passt einfach auch so gut. So, nochmal ein paar Kerzen. Ah, verdammt. Das heißt, ich muss jetzt noch ein bisschen genauer suchen. Wo haben wir hier noch welche übersehen? Ich meine, hier ist. Ach, da ist noch eine. Okay. Da ist keine mehr. Da ist auch keine mehr. Da haben wir noch auf jeden Fall eine. Ansonsten sehe ich auch keine mehr. Das muss doch irgendwo sein. Ah. Ich meine, okay, da haben wir jetzt einen Schrein. Muss mal gucken, wie viel ich noch brauche. Das ist ja soweit okay. Da unten haben wir noch einen, das könnte eventuell so ein Ausgrabungsteil sein, aber ich brauche ja noch sowieso einen. Das heißt, wir haben noch nicht alles. Aber ich finde nichts mehr. Da ist eh nichts mehr. Da ist auch nichts. Da ist halt das eine, was mich mir schon mal markieren kann. Und da ist auch noch eine, okay. Schnellreisen freigeschaltet. Du kannst jetzt. Ah, okay. Ein Opfer. Das heißt, wir können jetzt an den Schreinen oder einfach überall. Nee. Also da kann ich mich noch schnell hinschnell reisen. Oder war das jetzt einfach überall? Ich meine, hier ist ja klar, ne? Aber an die Punkte hier ist doch klar, dass ich mich da schnell hinreisen kann. Wo bin ich überhaupt? Da bin ich. Okay. Schnellreise. MAF 83. So. Oh, guck mal, was für eine tolle kleine Insel. Sieht doch richtig schön aus. Wupp. Nur ein bisschen klein. Wir können natürlich auch behaupten, hey, meine Privatinsel.
So, jetzt fehlt uns noch das eine, das war ja hier, da können wir uns auch eben schnell hinreisen. Ich bin gespannt, ob das, was das jetzt bringt. Das müsste doch eigentlich... Hier ist weiter weg. Vielleicht unten. Oder in einem Loch. So, das letzte. Mal gucken, was es jetzt bringt. U24 Sabiak. Eine Doppelt-Schrotflinte. Diese Waffe ist jetzt freigeschaltet und wird in deiner Rebellenabwurfliste angezeigt. Nice. So, damit haben wir das hier eigentlich jetzt alles zu 100%. Ne, gar nicht. Uns fehlen ja noch die hier. Wenn wir die fertig haben, haben wir alles zu 100% fertig gemacht. So, was haben wir hier Neues? Wir haben Waffen. Die habe ich ja gerade freigeschaltet. Sammel klassische Teile. Okay. Sportwagen. Die wir halt so zurückgebracht haben. Moderne Autos. Ja, das ist ein modernes Auto. Denn solche Pickups, die gab es nicht vor 50, 60 Jahren. Du hast einen Roller gebracht? Ja, ich habe einen Roller gebracht. So, ja, okay, in der. Ja, in der nächsten Aufnahme mache ich dann die Dinger hier fertig. Dann können wir uns von einem Punkt zum anderen Punkt schnell hinreisen.